Also die Kryolipolyse mit der Z-Lipo nutzt man im Prinzip für kleine Fettpölsterchen, die auch mit intensivem Sport oder Training nicht weggehen. Ich arbeite da auch viel mit Personal Trainern zusammen, die die Patienten dann schicken, weil es einfach so ist, dass sie sagen, das kriegen wir nicht mehr weg, sei es mit Ernährung, sei es mit Sportübungen. Und das ist oftmals die sogenannten Love Handles, das sind der Unterbauch oftmals, ja, aber es gibt eben die Flanken, aber es gibt eben auch tatsächlich viele Einsatzbereiche, auch Oberschenkel, Innenseiten, das ist ja auch oft ein Thema, Reiterhosen sind oft ein Thema. Die Behandlung an sich dauert um die 30 bis 45 Minuten des Einfrierens. Wie gesagt, die Pölsterchen werden da eingefroren, die Fettpölsterchen. Und es ist so, dass man manchmal mit einer Behandlung auskommt, aber oftmals kann es auch nochmal eine zweite Behandlung für optimale Ergebnisse notwendig werden. Nein, das ist gar nicht unangenehm, weil man spürt vielleicht eine gewisse Kälte, aber jetzt nicht wie komplett im Gefrierfach, sondern einfach eine Kühlung des Areals. Die obere Haut wird auch durch einen gewissen Vlies geschützt, dass die nicht einfriert, dass es keine Schäden gibt. Aber die Fettzellen frieren eben ein. Die werden dann quasi, nachdem sie abgestorben sind, durch das Einfrieren vom Körper verstoffwechselt und ganz natürlich ausgeschieden. Deswegen ist auch das ein längerer Prozess. Und der Prozess ist nicht direkt gleich nach der Behandlung sichtbar, beziehungsweise der Erfolg, sondern der Erfolg dauert schon manchmal bis zu 3 Monate, bis man die Endergebnisse sieht, manchmal noch etwas länger. Die einzige Ausfallzeit ist die Zeit der Behandlung bei der Z-Lipo. Sie können danach ganz normal wieder arbeiten. Es kann sein, dass blaue Flecken entstehen, aber das kann man abdecken. Da gibt es letztlich keine Downtime. Auch nach der Schwangerschaft, auch zur Hautstraffung, da eignet sich eben dann häufig eine Kombination aus der Z-Lipo mit der Z-Wave, also dann noch die Stoßwelle über die behandelten Gebiete. Aber auch hier reden wir davon, dass auch bei Stoßwellungssitzungen reden wir schon von 6 bis 10 Sitzungen. Da muss man schon mehrere Sitzungen machen, aber eben auch für Nachschwangerschaft gut geeignet, um wieder ein bisschen in Form zu kommen.